Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und das Replay of the Week ist jetzt heute nicht nur so ein kleines klassisches Replay of the Week, denn ich zeige euch einen neuen Panzer. Dabei ist jetzt nicht so die XP die allerhöchste, die wir jetzt in die ganze Woche gesehen haben, sondern ja, ich wollte so einen kleinen Hybriden schaffen, dass wir den neuen Panzer sehen mit einem geilen Replay, und ich denke, das werden wir hier hinbekommen. Und zwar den T92. Das ist der aktuell neueste Premium-Panzer überhaupt im Spiel. Ein Tier 8 Premium Light der Amerikaner. Und für sich sehr spannend. Ich selber, ich gebe es ehrlich zu, ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen. Noch keine einzige Sekunde angeschaut. Deswegen bin ich sehr gespannt. Die Kanone überragt das jetzt nicht so ganz. Denn 150 Schaden mit 175 Durchschlag oder 210 mit Premium ist jetzt nicht so ganz krass. Aber er kommt gut auf Geschwindigkeit, er ist ein geiler Scout, das habe ich schon rausgelesen. Also als Scout muss ich der richtig, richtig geil machen. Aber so einen 9er oder sogar 10er Battle, gerade 10er Battle mit 150 Durchschlag, ist jetzt wiederum nicht so geil. Oder 150 Alpha, da macht jetzt keiner so, oh mein Gott, der T92. Aber erstmal haben die 150 Alpha gut gereicht, um hier die Lorraine rauszunehmen. Und auf jeden Fall, der Tarnwert ist auch sehr, sehr gut. Ist auch ein sehr flacher Panzer, wie man hier sieht. Gerade die Unterwanne, die ist wirklich, wirklich ein Flunder. Und dementsprechend passt es natürlich schon mal ideal für einen Scout. Und ich denke, man muss den sozusagen in zwei Arten spielen. Wenn man wie hier Mid- oder Low-Tier ist, dann sollte man den doch eher vielleicht zum Spot nehmen. Wenn man aber zum Beispiel Top-Tier ist, dann kann man gut für den Damage gehen. Also so kann man den, glaube ich, unterscheiden. Jetzt fährt er erstmal hier so weit mit dem Heck voran, dass er auf dem IS-2 und auf den Rest kommt. Der Reload ist natürlich Sahne. Der macht bei dem Alpha schon Spaß. Schöner, schneller Reload und immer die Granaten rauspusten können. Die Reload-Zeit hier in dem Fall, in diesem Replay, bei um die 3,5 Sekunden. Das ist natürlich schön schnell. Da kann man den natürlich auch gut getrackt halten. Man sieht auch, er kommt schnell in Bewegung. Also kann hier den Garde gut circlen, ohne dass er jetzt Probleme hat. Ah, der war jetzt nicht so schön. Der Garde verschießt aber Gott sei Dank nochmal. Und dabei kann er ihn jetzt hier erstmal getrackt halten, immer aufs Laufrad vorne drauf und den Garde dann ordentlich nerven. Nochmal der nächste Hit, und jetzt braucht er eine Zeit lang Auto-Aim rein und ja, weggenudelt praktisch schon den Garde. ...112 HP vom T29 sind da nicht genug, das reicht nicht, und hier der V kam jetzt auch rausgemetzelt. Vierter Kill. An der Stelle natürlich für mich wie immer wichtig, da ich den Panzer selber noch keine einzige Sekunde selbst bewegt habe. Vielleicht gibt es da draußen von euch schon Spieler, die entweder unfassbar viel Erfahrung mit ihm als Gegner haben oder schon auch selbst gespielt haben. Deswegen auch hier bitte in die Kommentare. Eure Meinung ist hier gern gesehen und gefragt. Auch die anderen Zuschauer dieses Replays sind da bestimmt neugierig, was so die Leute davon halten. Aktuell kann man ihn ja nicht mehr kaufen, den gab es jetzt nur einen Tag im Adventskalender. Aber so wie letztes Jahr, da gab es ja auch ein Panzer neu im Adventskalender und danach gab es ihn auch wieder zu kaufen, und ich denke mal, auch ähnlich wird es hier sein. Die werden hier so einen kleinen Anschmecker gemacht haben mit dem Panzer, aber auch den wird man bald wieder kaufen können, denn ein neuer Panzer wird nicht nur einen Tag verkauft und dann nie wieder zu sehen sein, außer sehr seltene Ausnahmen wie die Su zum Beispiel damals mit ein paar Stunden Kaufzeit, aber das ist dann doch nicht normal gewesen. Also werden wir da den bald schon wieder im Premiumladen erwarten dürfen, schätze ich mal. Auf den Uni kommt er jetzt ganz knapp nicht, aber jetzt dann wiederum schon. Jetzt auch noch dreht er sogar noch ihm perfektes Heck dahin, dass er auch ja drauf schießen kann. So, und auch noch seitlich der Turm. So, ja, hier, nimm den auch nochmal. Jetzt hat der Uni auch nochmal einmal zurückgeballert. Hat mittlerweile 3800 Schaden angebracht. Der, also fleißig ist er auf jeden Fall. So, und jetzt den
Schweden hier. Ja, der ist natürlich kein Problem. Da hat er sogar extra nochmal umgeladen auf HE. Hat dann damit auch 183 Schaden gemacht und die letzten 5 auch nochmal. Sein 7. Kill. Also die Krieger da mehr als safe. Jetzt bräuchte noch einen für die Red Levolters. Jetzt die Arti und noch der Skorpion da am Start, um sich eventuell noch den Krieger, nee, Entschuldigung, die Red Levolters natürlich zu schnappen. Da ging voll durch ihre Panzerung. 47 HP, muss er noch hier treffen, aber in der letzten Sekunde wurde ihn der hier noch gemobst. Und jetzt gibt es noch die Arti als Möglichkeit, 4200 Damage schon. Knapp 1000 unterstützt, kann man auch jetzt gut mal stehen lassen für sich. Und wie gesagt, eure Meinung wäre mir wichtig zu dem Panzer. Aber da konnte er sich den auch nicht mehr sichern. Er hat alles getan, um sich noch die Red Levolters zu holen, aber 1787 XP, 135.000 Credits und 4.433 Damage, glaube ich, sind fein für ein Replay of the Week mit einem neuen Panzer, kann man das schon gelten lassen. Ja, eure Erfahrung und eure Meinung interessiert mich. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba.